Jetzt freue ich mich aber auf meinen nächsten Gast. Sie ist eine der wichtigsten deutschen Schriftstellerinnen. Geboren wurde sie im deutschsprachigen Banat in Rumänien. Sie verließ das Land zu Zeiten der Ceausescu-Diktatur, ging in die Bundesrepublik, um dort zu leben, vor allen Dingen aber um dort auch zu veröffentlichen. Erzählungen, Romane, Gedichte, Essays. Ihr Werk wurde mit zahlreichen deutschen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Nach 12 Jahren hat sie nun wieder einen Roman veröffentlicht. Er heißt Atemschaukel, ist für den Deutschen Buchpreis 2009 nominiert. Dazu herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Hertha Müller. Frau Müller, Ihr Buch ist ein Roman, ganz ohne Frage, aber er ist dennoch gesättigt von echter Geschichte. Die Hauptfigur, Leopold Auberg, ein junger Mann, der deportiert wird von den Russen in ein Lager. Alles das ist leider nicht erfunden, der Hintergrund, sondern real. Können Sie uns zunächst mal, bevor wir über die Figuren und den Roman reden, ein wenig über die historischen Hintergründe aufklären, die ja doch viele vergessen haben oder gar nie kannten, zumindest im Westen? Ja, also es geht nach, Sie haben das ja schon kurz gesagt, im Krieg war Rumänien ja ein faschistischer Staat, war mit dem Diktator Antonescu an der Seite von Nazi-Deutschland. Und kurz vor Kriegsende hat Rumänien dann die Seite gewechselt und ist dann auf die Seite der Alliierten. Das hieß im Falle von Rumänien natürlich die Sowjetunion. Und die Sowjets kamen ins Land und haben Rumänien besetzt. Und ein sowjetischer General hat dann verlangt, dass die deutsche Minderheit zu sogenannten Reparationsarbeiten in die Sowjetunion deportiert wird, in Arbeitslager, um im Namen der Kollektivschuld die Kriegszerstörung der Sowjetunion wieder aufzubauen. Und das Problem war ja nur, weil Rumänien mit Antonescu genauso an der Seite von Hitler war wie die deutsche Minderheit. Und die Deportation hat ja auch vor Kriegsende schon stattgefunden. Das war ja schon Januar 1945 und der Krieg war ja erst am 9. Mai zu Ende. Insofern hat man Zivilpersonen genommen, Leute, die zu Hause waren, die entweder zu jung für den Krieg waren oder zu alt für den Krieg waren, und Frauen. Also von zwischen 17 und 45 wurden die Leute dann deportiert. Die Leute aus der deutschen Minderheit. Eine der Frauen, die deportiert, verschleppt wurde, darüber reden Sie im Nachwort, aber auch haben in vielen Essays schon darüber geschrieben, war Ihre Mutter. War dieses Buch sozusagen, schwelte das schon lange bei Ihnen im Untergrund, dass man über dieses Thema eigentlich was machen muss? Ich habe als Kind nicht verstanden, die Inhalte, aber ich habe schon gespürt, dass es hier um eine Verstörung geht, und ich habe das auch, meine Mutter hat mir auch immer solche Sätze gesagt, Wind ist kälter als Schnee oder Durst ist schlimmer als Hunger oder eine warme Kartoffel ist wie ein warmes Bett. Und ihre Komplizenschaft mit der Kartoffel, die hat mich sehr oft richtig unterwiesen, wie man Kartoffeln schält. Die Schalen mussten dünn sein, immer in einer Schale die ganze Kartoffel, und wir hatten längst Kartoffeln genug. Oder, und ich habe das ja als Kind nicht eingeordnet, aber als ich dann älter wurde, in die Stadt ging, aufs Gymnasium und dann zurückkam, umso mehr ist mir das klar geworden, dass es hier um grundlegende Beschädigungen geht und dass auch sehr viele Dinge, ich habe immer mehr Dinge an meiner Mutter gesehen, die ich diesem Zustand zugeschrieben habe. Und die wichtigste Person, mit der Sie auch auf Recherchereise gegangen sind und die, glaube ich, auch erstmal ein Anstoß jetzt war, dieses Projekt überhaupt machen, diesen Roman in Angriff nehmen zu können, war Oskar Pastior, der leider gestorben ist 2006. Mit dem waren Sie auch zusammen nochmal auf Recherchereise. Sie sind an die Orte in der Ukraine gefahren, wo diese Lager standen, wo er war. Wie war für Sie dann der Moment, sich jetzt wirklich hinzusetzen und diesem Material die eigene Stimme zu geben, dieses Material, auch was er Ihnen erzählt hat,
was Sie da gesehen haben, die Geschichten, die Sie gehört haben, selber zum Sprechen zu bringen? Ich habe ja nicht mit Oskar Pastor angefangen, sondern ich hatte vorher ja mindestens 2 Jahre vorher mit Leuten aus dem Dorf gesprochen, aus dem ich komme, und Aufzeichnungen gemacht auf Kassetten. Ich bin nur in diesen Gesprächen nicht sehr weit gekommen. Während der erste, mit dem ich darüber gesprochen habe, wo es wirklich darum ging und der sich auch noch an Details erinnern konnte, das war Oskar Pastior. Und ich habe, als ich mit ihm darüber anfing zu reden, das war unabsichtlich. Ich habe mich am Anfang auch gar nicht getraut, Oskar Pastior zu fragen, weil ich dachte, er ist ein so großer Schriftsteller, den ich auch sehr bewundere, und er wird sich nicht seine Zeit nicht vergeuden, indem er mir darüber erzählt, oder er wird sich das vielleicht auch gar nicht mehr zumuten. Das kann er vielleicht gar nicht aushalten, denn wenn man das erzählt, muss man ja auch wieder ein bisschen der sein, von dem man spricht, ob er das überhaupt wieder ertragen möchte. Und er wollte es. Und so haben wir das dann begonnen, und es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass wir auch das Buch zusammenschreiben wollten. Weil er ist ja auch ein Poet, er hatte ja auch unglaublich viele Wörter, die ja auch alle in diesem Buch jetzt drin sind. Also der Hungerengel. Er hat vom Hungerengel so gesprochen, als wäre es immer, er wäre der immer mit ihm zusammen im Lager gewesen. Also der Hungerengel, und vielleicht den Zuschauer, also das ist sozusagen das, was diese Sträflinge oder was eben der junge Leo imaginiert, er hat als den ständig Hunger, über ihm sein. Er hat den Hunger mit der größten Selbstverständlichkeit als einen Hungerengel, als ein Monster bezeichnet. Und er hat die Herzschaufel, und zwar diese Schaufel, die ein herzförmiges Schaufelblatt hat. Er hat von der Haut- und Knochenzeit gesprochen. Also er hat mir so viele Metaphern an die Hand gegeben, die aber Realitäten sind, die sich ganz, ganz strengstens von dem Erlebten ableiten. Also Leo Auberg ist der Erzähler in dieser Geschichte. Er ist ohne Frage die Hauptfigur. Es wird alles aus seiner Perspektive erzählt. Es gibt zahlreiche andere Personen, etwa die Planton-Kati, eine junge Frau, die durch ihre Verrücktheit sich quasi dem Zugriff dieses Lagers irgendwie fast entzieht. Es gibt Tur Prikulic, einer, der mit den Russen paktiert. Er ist aus der Karpate-Ukraine, spricht Russisch und Deutsch, beaufsichtigt, verteilt die Arbeitsaufgaben. Und dennoch hatte ich beim Lesen den Eindruck, trotz dieses weit gefächerten Personals, die wichtigsten Protagonisten sind eigentlich die Dinge, sind die Gegenstände. Zum einen die Dinge, die Leo mitbringt, die kargen Sachen, die er im Grammophonkoffer, ein paar Galoschen, die sich als surreal sinnlos entpuppen im Lager, ein Seidenschal, der ihm auch nur ein bisschen helfen wird später. Und dann, also das Mitgebrachte, und aber vor allen Dingen die schreckliche Materialität der Sachen, mit denen er konfrontiert ist. Also der Zement, die Schlacken, der Kalk, also alles das, der Sand, was sie schippen müssen, was sie da als Maloche arbeiten müssen. Unter diesen entmenschenden Umständen, die ein solches Lager hat, können da Gegenstände plötzlich die Macht über die Menschen übernehmen? Zumindest habe ich das Buch so gelesen. Ja, nicht die Macht, aber also die Macht übernimmt der Hunger. Wenn man chronisch dystrophisch ist, also Wasser hat und chronisch hungrig ist und am Hunger stirbt, am Hunger wurde ja gestorben. Die Gegenstände, das sind auch zweierlei Sachen, glaube ich. Die Gegenstände, die man mitgebracht hat, die sind ein Halt. Da, wo man nichts hat, ist ja der Besitz. Ein Besitz gehört zum Menschen, und er definiert uns ja auch. Und wenn es nur ein Kamm ist oder ein Rasierzeug, es ist von zu Hause. Und dann die Materialien, das sind die Arbeitsdinge, also die Werkzeuge, die auch in einem gewissen Punkt auch Halt geben. Oder um sich der Arbeit nicht durch Hass auszuliefern, denn man muss sie ja machen. Man wird ja kommandiert, man kann sich nicht entziehen. Also sich versuchen auch zu den Materialien eine Beziehung aufzubauen, ein Verhältnis zu finden. Und
so wie diese Person sagt, meine liebste Kohle war die. Und dann warum? Weil sie sich leichter abladen lässt, weil sie in der Schaufel nicht so schwer ist, weil sie nicht klebt. So ist es mit den Schlacken, so ist es mit dem Sand. Und immer, das vermenschlicht sich dann. Also das Material kriegt Eigenschaften, als würde es sich einem gegenüber verhalten. Es schont dich. Und das andere Material, das dir mehr Arbeit abzwingt, das behandelt dich schlecht. Insofern, es personifiziert sich eine Welt, in der du bist ausgeliefert und du musst versuchen, dir einen Halt zu geben und auch eine Würde durch diese Positionierung, die von innen heraus, das ist das einzig Mögliche, was du als Person, als Internierter noch an Entscheidungen hast, das, was dich auch schont und dir eine eigene Position möglich macht, auch wenn die nur im Kopf stattfindet. Es gibt eine Art, es gibt eine Heimkehr in dem Buch nach 5 Jahren, die aber keine strahlende, keine glückliche Heimkehr ist. Das wagt man sich ja auch fast nicht vorzustellen. Und es gibt ein Schlusskapitel, wo dieser Leo sich auch selber hinsetzt und anfängt aufzuschreiben und darüber nachzudenken, wie das ist, wenn man das jetzt aufschreibt. Und da ist der letzten Endes ja grauenvoll erschütternde Satz, man kann sich nicht schützen, weder durchs Schweigen noch durchs Erzählen. Würden Sie sagen, diese ja tatsächlich ja doch tief desillusionierende Erkenntnis, dass diese Art von Beschädigung, die einem zugefügt wurde in dieser Zeit, dass man die weder in sich so verschließen noch sie loswerden kann durch Erzählen, dass es irgendeine Reinigung ist? Ich glaube, eine so tiefe Beschädigung ist etwas, was man nicht loswerden kann. Anders, das wäre eher eine Illusion. Und ich glaube auch die Leute, die sich damit, die mit sich herumschleppen, ich kannte ja Oscar Pastor sehr gut. Das Problem ist nicht, dass man das nicht los wird, sondern das Problem ist, wie kann man damit leben? Und das ist das, sich mit dieser Beschädigung zu arrangieren. Und das ist auch wiederum eine Illusion. Denn was heißt arrangieren? Also man kann damit leben. Jeder wahrscheinlich anders oder jeder, wie er, ja, wie die Beschädigung dich gerade in der Hand hat oder im Griff hat. Mal besser, mal nicht so gut. Atemschaukel von Hertha Müller, ein wirklich sehr beeindruckendes Buch. Ganz herzlichen Dank, Hertha Müller. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich selbstverständlich auch bei Ihnen. In der nächsten Woche sehen Sie Literatur im Foyer außerplanmäßig bereits am Dienstag, und zwar um 23.30 Uhr mit unserer Sendung zur Frankfurter Buchmesse, unter anderem mit den Gästen Amos Oz, Dennis Scheck und Ijoma Mangold. Mir bleibt nur noch zu sagen, nehmen Sie ein gutes Buch mit ins Bett. Bücher schnarchen nicht. Einsatz für die ARD-Reihe Tatort.